Morgen auf mein Schiff 2. Wir haben heute Freitag, den 15. Mai 2015. Es ist 5.51 Uhr. Wir sind gleich in Limassol auf Zypern. Wir fahren mit einer Geschwindigkeit von 11,4 Knoten, haben eine Windstärke von 5 Beaufort und eine Außentemperatur von 18,2 Grad. So sieht es draußen aus Richtung Bukel. Vor uns liegt Limassol. Wir müssen in den Hafen, der ist etwas außerhalb der City. Hier ist ein Shuttlebus zur Stadt von Tui. Zum Hafen. Dort kommt der Lotse angefahren. Das ist aber noch ein ganz Stück weg. Das Lotsenboot hat uns erreicht. Fährt jetzt auf die Steuerbordseite. Viertelstunde ist die Sonne schon aufgegangen. Uhr. Wir erreichen die Hafeneinfahrt von Limassol. Der Fischer legt wieder die Netze aus. Containerschiff MSC Melissa liegt auch im Hafen von Limassol. Dort hinten sind die Austernbänke. Dort wird wohl unsere Anlegestelle sein. Wir machen auch eine 180-Grad-Wendung im Hafen. Wir machen doch gerne 180-Grad-Wendung. Er hat nur ausgeholt. Wir legen mit der Steuerbordseite und Guy an. Dann ist unsere Aussicht von der Backbordseite nicht so schön. Unsere Anlegestelle. Kleiner Blick über Limassol. Dort hinten ist das Zentrum. Der Außenarzt, da sind schon welche am Frühstücken. Kleine Hafenkapelle. 12.30 Uhr wieder an Bord der Mein Schiff 2. Dort ist ein neuer Hafen, die neuen Gebäude, da der kleine Fischereihafen. Da hinten ist die City. Uhr 15, die Außenalster. Eine kleine Stärkung zwischendurch. Das Containerschiff, die Rio Charleston, kommt im Hafen von Limassol an. Thank you.
kleinen Blick über Limassol. Der Innenbereich der Aus- und Ausdach. Nochmal ein Blick über Limassol. Gleich um 7:45 geht die Sonne unter, aber es ist etwas zu diesig. Ist die Sonne hinter den Bergen verschwunden. Heute wachen wir in der blauen Wölkbar. Thank you.
Wir haben jetzt 22.55 Uhr, gleich geht's los. Wir legen ab. Wir verlassen Limassol. Wir verlassen Zypern. Schlepper steht auch schon bereit. Und am Sonntag ist unsere Kreuzfahrt zu Ende.